Wir beginnen unsere Berichterstattung mit dem rheinischen Derby. Erster FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf. So von der Papierform her eine ganz klare Sache. Die Bundesliga ist ja zweigeteilt in eine sehr starke obere Hälfte und eine sehr schwache untere Hälfte, wenn man rein die Zahlen nimmt. Aber es gibt ja immer wieder Überraschungen. Rolf Kramer wird uns berichten, wie es in Köln ausgegangen ist. 13.000 waren im Müngersdorfer Stadion. Für die Fortuna war es ein halbes Heimspiel. 13.000 bei diesem rheinischen Derby, das war mehr als erwartet. Das Wetter war eigentlich schon wieder zu schön. Die Bundesliga ist bescheidener geworden. Dabei führte der 1. FC Köln in der ersten Hälfte ein beschwingtes Spiel vor und führte schnell 1:0 durch einen ehemaligen Düsseldorfer. Klaus Allofs verwandelte in der 5. Minute eine wunderbar hereingezogene Fischerflanke zum Führungstor. Die Flanke von Fischer noch einmal, der auch heute sehr antrittsstark beweglich spielte. Wolfgang Kleff ohne Chance und Toni Schumacher ohne Kulisse. Fortuna Düsseldorf machte, um es vorsichtig zu formulieren, einen etwas zurückhaltend zahmen Eindruck. Die Mannschaft, die durchaus Raum hatte, ihr Spiel zu entfalten, hatte nur wenige gute Szenen, wie hier durch Weikel und Dusent. Bester und eifrigster Spieler auf dem Platz, Bialit Barski, der nur Schwierigkeiten hatte mit seinen Schnürsenkeln. Spielen und spielen lassen, das war die Devise in der ersten Hälfte, sehr zur Freude der Zuschauer. Ein munteres, ein flottes Spiel. Litbarski wieder. Und schon wieder beim Knüpfen. Düsseldorf ist derzeit weit von der Form der erfolgreichen Wintermonate entfernt. Die Aktionen liefen breit und behäbig. Anders die Kölner. Entscheidend, dass alle Spieler um den berühmten Schritt schneller waren. Gleich Allofs und dann Litbarski. 2:0 nach 20 Minuten. Düsseldorfs beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Fach nach diesem Angriff. Toni Schumacher, der an diesem Nachmittag wenig beschäftigt war, hielt, was auf ihn zukam. Und dann Elfmeter, als wieder ein Düsseldorfer zu langsam war und Engels im Strafraum gelegt wurde. Die Wiederholung zeigt, das Foul war im Strafraum. Hier. Stefan Engels machte später wieder mit und fast mit dem Pausenpfiff erhöhte Bialit Barski auf 3:0. Es war eine faire, freundschaftliche Begegnung, das sei dick unterstrichen. Trainer Rinus Michels meinte später, nach diesem dritten Tor sei halt die Luft raus gewesen. Was sich dann nach der Pause tat, sah von sehr gelegentlichen Ausnahmen abgesehen so aus. Ein Düsseldorfer Angriff. Köln wollte offenbar nicht mehr, das 3:0 reichte und Düsseldorf konnte offensichtlich nicht mehr an diesem Nachmittag. Unter dem Strich eine Zumutung für die Zuschauer. Der Spielfilm in diesen zweiten 45 Minuten wechselte zwischen Langeweile und Unvermögen. Ein Versuch der Fortuna. Die Begegnung wie hier oft am Rande der Lächerlichkeit. Und dann doch noch ein kleiner Lichtblick, das 4:0. Durch Stefan Engels. Das Endergebnis. €30 kostete die teuerste Karte an diesem Frühlingsnachmittag. 45 Minuten normaler, attraktiver Fußball waren zu wenig, um die Fans zu halten. Und auch die Polizei hatte den richtigen Riecher lange vor Spielende.
15.000 Zuschauer bei diesem Spiel im Kölner Stadion. Uwe, was sagst du denn zu den Zahlen?